Es lohnt sich in den Sommerferien das Faulenzen zu unterbrechen, um nach Lubusza zu fahren. Einer schönen Ortschaft in der Lubuser Woiwodschaft und an einem außergewöhnlichen Fest, den in Ufarenacht Blumennacht teilnehmen zu können. Lubusza liegt innerhalb der Lubuser Seenplatte. Hier befinden sich 11 Seen der 1. und 2. Sauberkeitsklasse. Insgesamt warten hier auf Wassersportliebhaber 700 Hektar Seenlandschaft, darunter die größten der Seen Niesłysz, Goszcza, Lubie und Pień. Gerade am Goszczasee findet seit einer Dekade die größte Sommerattraktion von Lubusza statt. Jedes Jahr kommen tausende Touristen aus dem In- und Ausland zu dieser Veranstaltung. Sie nehmen den ganzen Tag hindurch an einem riesigen Fest mit Wettbewerben, Starskonzerten, Spielen für Kinder, Paraden, Sportwettbewerben und Vorführungen teil. Das fantastische Familienpicknick mit der krönenden Abschlussvorführung würde mit dem Zertifikat der polnischen Touristikorganisation ausgezeichnet. Das Festprogramm ist sehr reichhaltig. Schon am Mittag fängt ein großer Spielblock für Kinder mit Konzerten, Turnieren und Überraschungen statt. Danach lassen sich bekannte polnische Kabaretts, Musikstars und Tanzgruppen auf einer Bühne sehen. Während des letzten Festes hat Sławomir Pieszczeniewicz, der Witze-Weltmeister, in der Illusion die vollkommene Show aufgeführt. Alle diese Attraktionen sind das Vorspiel für den Festhöhepunkt. Die schöne, märchenhafte Vorführung, die nach der Dämmerung auf dem Goszczasee aufgeführt wird. Die Zuschauer versammeln sich an dem Strand. Auf dem Wasser findet in den Fackelflammen eine merkwürdige Geschichte über Glück und Tragödie von zwei Liebhabern, Sławoj und Lubjana, statt, die in der Nenuphärenblume verzaubert sind. Dann, wenn die letzten Flammen der Nenuphären verlöschen, beginnt das Fest bis in den frühen Morgen. Proszę Państwa, kiedy 10 lat temu zaczynaliśmy tutaj, było kameralnie, było nas niewielu. A to wszystko za sprawą zaangażowania się wielu mieszkańców naszej gminy, naszej miejscowości. I chciałbym im podziękować, tym młodym ludziom, którzy dzisiaj wezmą udział w tym widowisku. Będzie to noc niezwykła. I myślę, że zostanie na zawsze w Waszej pamięci, drodzy goście.